Ja, hallo, ich stehe vor dem Künstlerhaus Friedrichshöhe, der alten Brauerei in Friedrichshain, an Landsberger Straße 54. Und das soll jetzt geschlossen werden. Und die Künstler sollen rausgehen und wissen aber noch nicht genau wohin. Ich werde jetzt mal reinschauen und vielleicht treffe ich mal Künstler und werde sie mal fragen. Ja, ich stehe jetzt vor dem Eingang des Kunsthauses in der Friedrichshöhe. Was ich schon in Erfahrung bringen konnte, ist, dass es die alte Brauerei an die Evastatis verkauft wurde, an die Immobiliengesellschaft, und der Pächter irgendwie keine Verhandlungen mit denen schließen konnte, ob die Künstler bleiben können, weil die würden gerne hier Luxus-Apartments reinbauen. Ja, und die Künstler sind natürlich davon nicht gerade erfreut, dass sie hier raus müssen, damit hier Luxus-Apartments entstehen. Und jetzt kommt ein ganz neuer Punkt ins Spiel, und zwar hat die Bauaufsichtsbehörde hat das Gebäude jetzt am 20.10. schließen lassen wegen Baumängeln. Und das ist natürlich dem Pächter zu verschulden, weil die Mieter, die Künstler haben hier schon hohe Mieten bezahlt, also ziemlich. Und er hat nichts gemacht, er hat es einfach verfallen lassen, das Gebäude. Und das ist natürlich schade. Kurz nach halb fünf.